Herzlich willkommen. So schön, dass du eingeschaltet hast hier bei ICF Schwarzwald Bodensee. Hey, gleich geht's los. Lass uns doch gern schon mal ein Like und ein Abo da und dann eine richtig inspirierende Zeit beim kommenden Video. Laufen, sprechen, lesen und schreiben, Autofahren. All diese Fähigkeiten haben eins gemeinsam. Sie müssen erlernt werden. Im Laufe eines Lebens lernt der Mensch viele Dinge. Wir lernen Instrumente, fremde Sprachen, Sportarten. So ist es im Natürlichen und so ist es im Geistlichen. Genauso lernen wir Worship. Genauso lernen wir Fürbitte. Denn beten muss man lernen. Wie geht das? Ganz einfach. Beten lernt man, indem man es tut. Herr, lehre uns beten. Lukas 11, Vers 1. Ja, zeig doch mal Jesus, wie sehr du ihn liebst in diesem Applaus. Zeig doch mal Jesus, wie sehr du ihn liebst. Come on. Wisst ihr, wir singen immer so gerne Lieder, all about you, es geht nur um dich, Jesus. Aber das darf auch wirklich in unserem Herzen sichtbar sein, in unseren Reaktionen, in Dingen sichtbar sein, oder? Und ich liebe diese Predigtserie, Herr, lehre uns beten. Und Gott hat mir auch für heute wirklich eine Botschaft aufs Herz gelegt, wo ich glaube, wie Chiara gesagt hat, dass es was ist, was gar nicht nur für Villingen ist, sondern dass es wirklich was ist, was prophetisch Gott spricht in seine Kirche hinein. Ich spüre so eine Schwere und so ein Gewicht auf diesem Wort. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unsere Herzen aufmachen, dass wir das nehmen, was Gott hat für jeden Einzelnen. Weil man kann ganz schnell da sitzen und sagen, habe ich schon alles gehört. Ich sage euch eins, alles, was ich sage, habt ihr schon mal gehört. Ja? Das heißt, ich habe keine Nuggets, ich habe keine drei Punkte, wo du sagst, die drei Punkte habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Die Frage ist, verändert diese Botschaft, verändert diese Predigt dein Leben? Nur dann ist es eine gute Predigt. Ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute sagen, oh, das war so eine schöne Predigt. Sage ich, Scheibengleis, das war nichts. Ja, weil eine schöne Predigt wird dein Leben nicht verändern. Aber Heilige Geist, der durch mich spricht, und dafür glaube ich, der wird dein Leben verändern. Ja, wollen wir mal kurz unsere Herzen aufmachen, auch wenn du am Stream bist. Darfst du mal kurz ein Gebet sprechen? Jesus, ich öffne dir mein Herz. Sprich du zu mir. Verändere mein Herz. Amen. Amen. Ja, genau, warum haben wir diesen Fokus auf Gebet und Worship in dieser #Jesus-Serie? Ganz einfach, weil darum geht's ja eigentlich, mit Jesus unterwegs zu sein. Es geht um Beziehung. Jesus' Liebessprache ist Gebet, ist Anbetung, ist Zeit mit dir zu verbringen. Das ist seine Liebessprache. Und deswegen nehmen wir uns jetzt diese Zeit in der Osterzeit und sagen, das ist das Wichtigste. Deswegen treffen wir uns zum Gebet, deswegen haben wir hier diesen Fokus auf Gebet und Worship. Und ich finde es so stark, wie dieser Bibelvers, den wir gerade im Teaser gesehen haben, in welchem Zusammenhang der kommt. Wir lesen den in Lukas 11, Vers 1. Da steht, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seinen Jüngern beten gelehrt. Was sehen wir hier? Und da lesen wir so schnell drüber weg. Wie fängt dieser Vers an? Jesus hatte unterwegs, was hat er gemacht? Halt gemacht. Hey, unser Jesus, der Sohn Gottes ist in seinem Alltag unterwegs, ist mit seinen Jüngern unterwegs. Und dieser Jesus sagt, ich brauche einen Halt mitten im Alltag. Ich muss Stopp machen. Ich muss anhalten und Zeit mit meinem Vater verbringen. Und dieser Halt, der hat ihn so verändert, dass die Jünger danach ihn gesehen haben, gesagt, Jesus, du siehst so anders aus. Ich kann mir das gut vorstellen. Also Jesus war ja auch richtig busy. Der hat ein Wunder nach dem anderen getan. Der hat mit so vielen Leuten gesprochen. Und ich wirke sehr extrovertiert, bin gar nicht so stark extrovertiert. Und ich merke, selbst wenn ich zwei Celebrations in Freiburg habe und mit Hunderten von Leuten gesprochen habe, bin ich erschöpft. Und ich glaube, dass es Jesus auch so ging, weil er wurde ja Mensch. Und Jesus war auch erschöpft. Und was macht er? Er macht Stopp.
er macht Halt. Er geht zu seinem Papa. Er sagt, Papa, ich kann gerade nicht mehr. Zeig mir, was ist mein nächster Auftrag heute Nachmittag? Wie geht's weiter? Bei wem soll ich stehen bleiben? Wen soll ich heilen? Hey, ihr stellt euch das mal vor, er lief und wie viele Leute hingen an seinen Lippen und wollten geheilt werden. Er musste zu so viel Nein sagen. Und wisst ihr, wir leben in einer Zeit, da sind so viele Angebote für dich. Es sind so viele Möglichkeiten. Ganz ehrlich, ich habe wirklich Respekt vor dieser Generation, die gerade heranwächst. Weil wisst ihr, wie das bei mir war? Ich bin ins Berufsinformationszentrum gegangen und da gab es irgendwelche Ordner und da gab es dann irgendwie noch so einen Test, den ich machen konnte und dann hat es 3, 4 Berufe ausgespuckt. Wer ist aus dieser Generation? Ja, guck mal, ja? So, was passiert heute? Studiere ich in Deutschland oder gehe ich erstmal auf irgendeinen Trip in Fernost? Wisst ihr, diese Studiengänge, es gibt ja jetzt nicht nur noch, ich habe zum Beispiel internationales Marketing studiert, es gibt ja nicht nur noch Marketing, es gibt Marketing Kommunikation, Marketing Design, es gibt Marketing bla 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 bla. Wie soll man sich denn da noch entscheiden? Und das ist genau der Pain, den wir haben. Wir haben so ein zu viel in unserem Alltag. Wir haben so viel Angebote und wir müssen lernen, und es ist kein wir können, wir müssen lernen, wie Jesus, innezuhalten, Stopp zu sagen und uns Zeit mit unserem Papa zu nehmen und sagen, Gott, was ist dran? Amen? Amen. Ja. Wenn es besonders gut ist, könnt ihr so machen. Ja. Ja? Der Alex macht euch das vor. Genau, und ich glaube, die Zeit von Ausreden ist vorbei. Wir haben so manchmal eine Tendenz, die Frauen, die sind so ein bisschen die Beter. Ja, die können das. Es gibt so Leute, ja, die sind halt unsere Fürbitter. Wir haben unser Gebetsteam. Leute, diese Ausreden, ich glaube, wir kommen in eine Zeit, wo es so essentiell notwendig ist, dass du gelernt hast zu beten, dass ich gelernt habe zu beten, dass ich gelernt habe, Stopp zu machen im Alltag und mit meinem Papa Zeit zu verbringen. Und wir müssen aufhören, diese Ausreden zu finden, zu sagen, ja, ich kann das nicht. Wie lernen wir beten? Indem wir es tun. Amen. Nur wie tun wir es denn? Wann tun wir es? Schau mal, jetzt habe ich mein Handy hier gar nicht, aber schau mal deine Medienzeit an am Handy. Ich kenne die besonders gut bei meinen Kindern. Ja, da gibt es alle möglichen Codes und da kannst du echt super, also wer da Hilfe braucht, ich bin da inzwischen ein Pro. Und da kannst du wirklich genau einstellen, welche App, wie lange. Und ich fand es so toll, meine Tochter, die ist 16 und dann habe ich gesagt, so jetzt muss ich sie mal ein bisschen mehr auch da reinführen, dass sie selber entscheidet, wofür nehme ich mir Zeit. Und dann haben wir uns gemeinsam hingesetzt und haben ihr Handy eingestellt. Und sie hat gesagt, nee, ich will mir für die und die App, ich will mir nicht so viel Zeit nehmen. Ich will zum Beispiel Instagram eine halbe Stunde am Tag, mehr nicht oder weniger sogar. Und wisst ihr, das müssen wir tun. Wir müssen lernen zu sagen, was machen wir mit unserer Zeit? Wohin fließt unsere Zeit? Und ich glaube, dass es eine Zeit ist, in der wir als Kirche aufwachen müssen und sagen, wir müssen es lernen. Und ich möchte heute mit euch in eine Kirche reingucken, die mussten das auch lernen. Und das war eine Kirche, die haben so viel für Gott getan. Und Gott war begeistert von ihnen, hat gesagt, Alter, wie ihr das Böse ausmerzt aus eurer Mitte. Wie ihr durchhaltet, wie ihr nicht müde werdet, das ist so genial. Ihr hart aus, ihr stellt euch zu mir. Auch in Schwierigkeiten, in Dürrezeiten in eurem Leben, ihr habt immer zu mir gehalten. Wollen wir so eine Kirche sein, wo Gott das zu uns sagt? Das ist die Kirche in Ephesus. Wir lesen es in der Offenbarung, das ist das letzte Buch in der Bibel. Und Ephesus, müsst ihr wissen, Johannes, der das Evangelium Johannes geschrieben hat, Johannes, das ist auch der Jünger, den Jesus liebte, wie er es oft von sich selber sagt. Johannes hat bis zu seinem Lebensende in Ephesus, war er. Er hat dort das Testament geschrieben. Er hat dort sein Evangelium geschrieben. Paulus selber war 3 Jahre in Ephesus. Timotheus, sein geistlicher Sohn, war dort Leiter. Das war Ephesus. Die hatten eine richtig starke Lehre. Die hatten geniale Leiter. Und die haben so viel Geniales für Gott getan. Aber jetzt kommt's. Gott sagt aber. Und wisst ihr, wenn Gott aber sagt, dann setzt er das, was er davor sagt, wie außer Kraft, sagt aber. Das ist alles schön und gut, aber. Und dieses aber, das hat die Kirche komplett verändert. Dieses aber hat dazu geführt, komme ich später noch drauf, was dann daraus passiert ist. Gehen wir mal in den Bibeltext.
Wir lesen es in Offenbarung 2. Gott sagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen. Du hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Oder in der Elberfelder heißt, du bist nicht müde geworden. Hey, und ich will dir zusprechen, Gott sieht es. Er sieht, wo du ausgehalten hast, wo du viele Jahre vielleicht treu in Dingen warst, in Diensten unterwegs warst. Ich glaube, Leute sind heute hier und du hast viel auch in Kirche investiert, aber du bist enttäuscht worden. Und ich möchte dir zusprechen, Gott sieht es. Er sieht dein Ausharren, er sieht, was du alles reingegeben hast. Er sieht es und er freut sich darüber. Es war nicht umsonst, du hast das Böse überwunden und er freut sich darüber. Und trotzdem geht's weiter. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Oder in der Elberfelder Übersetzung kommt dieses Aber. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Dass du rausgetreten bist aus dieser ersten Liebe. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und dein Leuchter von seinem Platz stoßen. Boah, krass, aua. Dieses Aber tut weh. Dieses Aber deckt Dinge auf. Gott sagt, das alles spitzenmäßig, genial, was du alles für mich tust. Aber eine Sache, nur eine Sache habe ich gegen dich. Aber diese eine Sache, wenn die sich nicht ändert, dann führt es dazu, dass ich deinen Leuchter den Leuchter umkippen muss, von seinem Platz stoßen muss. Und das ist ein sehr ernstes Wort. Und deswegen meine Message heute, zurück zur ersten Liebe oder so sieht Liebe aus. Das heißt, diese Kirche, die wir hier sehen, die war auf einem richtig guten Weg, oder? Die war auf dem Weg, durchzuhalten bis zum Ende. Und darum geht's, dass wir durchhalten bis zum Ende. Bis Jesus wiederkommt, dass wir so lange auf dem Weg sind. Und die Kirche war auf einem guten Weg dahin. Aber sie hatten eine Sache aus den Augen verloren. Ihre erste Liebe. Und wisst ihr, die Frage ist doch, wie sieht denn Liebe aus? Wenn du verliebt bist, frisch verliebt, gibt's jemand hier heute im Raum? Ah, da hinten, die Christa. Wie viel seid ihr verheiratet? Wie viele Jahre? 30. Und sie ist frisch verliebt. Also, wenn du frisch verliebt bist, ich habe von Leuten gehört, die fahren wegen einer halben Stunde Date 3 Stunden hin und 3 Stunden wieder zurück. Wegen einer halben Stunde. Um ihn oder sie zu sehen. Mein Mann und ich. Wir sind zusammengekommen, leider etwas zu früh. Ich habe immer gebetet, Gott schenkt mir früh einen Ehemann. Habe ich auch bekommen. War ein bisschen blöd, weil ich habe mein Abi deswegen verkackt. Ja, also ist manchmal gar nicht so gut, diese Gebete. Weil ich, die 12. Klasse, wir haben uns kennengelernt, schon mit 16 und wir sind zusammengekommen, da war ich gerade in der 12. Klasse. Und meine Mama hat immer gesagt, Michi, 11. Klasse, du warst so gut. Was ist denn dann passiert? Ah, dann kam Stefan. Jeden Nachmittag, der hatte so einen kleinen... wie hieß denn das? Ein Renault 5, nur mit einem Außenspiegel, ja? Die Lüftung, die war ziemlich cool, die war laut. Und er kam dann jedes Mal mit seiner Furzkiste zu mir nach Hause, jeden Tag. St. Georgen, Königsfeld, ja, wir waren von hier, 7 Minuten, das war unser Rekord, 7 Minuten Haus zu Haus, okay? Jeden Tag, immer, wir waren nur noch zusammen. Dann nach dem Abi, ich wollte unbedingt in die USA, das war immer mein Traum, ein Jahr ins Ausland. Ja Mist, jetzt hatte ich ja den Typ da. Okay, habe ich gesagt, ja okay, dann gehe ich wenigstens 3 Monate. 3 Monate. Stefan hat mich zum Flughafen gefahren und mein Mann, der hat so geheult. Dann hatten meine Eltern auf ihrem VW-Bus eine Vignette drauf und deswegen fuhr er mit einem leeren VW-Bus, hat mich nach Zürich gebracht und ist zurückgefahren über die Grenze und wurde angehalten, weil er so verheult italienischer Abstammung in einem leeren Bus fuhr. Dann ging es ihm einigermaßen wieder besser und ich hatte ihm so ein Vesper geschmiert und hatte so einen Liebesbrief in das Vesper rein. Er ist, sieht den Brief, ging es wieder los und dann hat er sich verfahren und musste wieder über den Zoll. Der ist 3-mal angehalten worden, weil er völlig verheult war.
weißt du, wenn du voll lieb bist, dann sieht man das. Dann ist es nicht zu verbergen. Da ist es nicht irgendwas, was du innerlich machst, sondern Liebe ist was, was du schmeckst, was du siehst. Und das lesen wir sogar auch in der Bibel. Stellt euch mal vor, da steht nämlich, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Das heißt, Liebe, Freude ist eine Frucht, die Gott hervorkommen lässt, wenn du Zeit mit ihm hast. Ihr wundert euch vielleicht, wir haben heute keinen Erntedank. Ja, aber ich habe hier ein paar Früchtchen. Wie schmeckt eine Ananas? Richtig gut. Eine Erdbeere. Ich muss ganz ehrlich, ich probiere mal, ob die schon gut ist. Doch, die hat schon. Kennt ihr das? Erdbeeren, es ist so ein Wagnis. Wer kennt es? Erdbeeren, man weiß nicht so genau, ob sie schon schmecken oder nicht. Ja? Aber eine Erdbeere schmeckt in irgendeiner Form. Die besten sind dann die, die hier ab Juni aus dem Garten kommen, oder? Das heißt, eine Frucht schmeckt man. Die kannst du probieren und du schmeckst, es ist eine Erdbeere. Oder du schmeckst, es ist eine, was auch immer, sind das Mandarinen? Die sehen spannend aus. Also was auch immer das ist, du wirst es schmecken, oder? Ananas. Also ihr habt den Punkt verstanden? Habt ihr den Punkt verstanden? Ist wichtig. Also eine Frucht schmeckt man. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn du auf ein Fußballspiel gehst, SC Freiburg, natürlich, logisch. Gegen SC Bayern? Jetzt habe ich mal eine Frage. Was passiert in Freiburg, wenn Freiburg ein Tor schießt? Die freuen sich alle eher innerlich. Die sind total entspannt und bleiben auf ihren Plätzen. Die freuen sich innerlich. Und die sind völlig entspannt. Ja, ein Tor ist gefallen, ist okay. Und so sind wir Christen. Wir freuen uns oft so innerlich. Hey, ich stelle mir das immer vor. Und vielleicht wundert ihr euch, warum ich manchmal hier so am Ausrasten bin. Weil ich weiß, dass König Jesus hier in diesem Raum ist. Und wenn ich ihn liebe, dann seht ihr das. Wenn ich begeistert von ihm bin, dann werdet ihr das sehen. Jetzt ist meine Frage, sieht man es bei dir auch? Wir gucken mal in die Schrift, wo es heißt, der König David. Kennt ihr den? Der war ja ein Hirtenjunge. Und dann war das so, diese Bundeslade, das war das Zeichen von der Gegenwart Gottes, war nicht in Jerusalem. Und er hat gesagt, Leute, die muss wieder zurück. Die muss in unsere Stadt. Wir brauchen die Gegenwart Gottes bei uns. So, er holt diese Bundeslade. Und jetzt gehen wir mal in die Story, was passiert. 2. Samuel 6. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinenden Priesterschutz. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und Schall der Hörner nach Jerusalem. Ist es krass? Was hat David gemacht? Er tanzte vor dem Herrn nackig, mit einer Unterbuchs, würde man im Rheinland sagen. Meine Eltern sind aus dem Rheinland. Jetzt stellt euch mal vor, unser David hier würde reinkommen in der Unterbuchs und würde hier tanzen. Wäre doch vielleicht ein bisschen seltsam, oder? Nö? Würde man die auch noch zutrauen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Mein Punkt ist, dass wir uns so dran gewöhnt haben, Zeit mit Gott zu verbringen, dass wir so gewohnt sind, dass er da ist, dass wir gar nicht mehr unserer Ausdruck, unserer Liebe auch Ausdruck verleihen. Und wisst ihr, ich sage euch eins, Routine ist der größte Killer, Gewohnheit ist der größte Killer von Leidenschaft, von Liebe, von Zeit mit jemand verbringen wollen. Das ist in der Beziehung so und es ist in deiner Beziehung mit Gott so. Und es kann dazu führen, dass du vielleicht viele Jahre schon mit Jesus unterwegs bist und du hast viel für ihn getan. Du hast viele Dinge reingegeben, vielleicht in Kirche und du bist enttäuscht worden und deine Leidenschaft ist nicht mehr da. Und Gott ruft dich heute wieder in diese erste Liebe zurück. Er sagt, hey, das ist alles schön, aber hey, deine Liebe zu mir soll schmeckbar, soll spürbar werden. Jesus will, er verzehrt sich danach, Zeit mit dir zu verbringen. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir noch einen Punkt mehr in unseren Kalender aufpunkten und sagen, so, jetzt muss ich auch noch zum Gebetsabend. Dann ist deine Beziehung zur Routine geworden. Und wisst ihr, dann ist es keine Beziehung mehr, dann ist es keine Leidenschaft mehr, dann ist es Disziplin. Dann ist es Religion. Und so schnell kippen wir über in Religion. Und wir müssen so aufpassen, dass wir hier nicht reingeraten. David sagt, deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben.
Darum will ich dich loben, mein Leben lang werde ich danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Weißt du, wenn du jemanden liebst, dann wirst du Zeit mit ihm verbringen. Wenn du jemanden liebst, dann gehst du über Opfer. Dann stehst du früher auf. Wenn du jemanden liebst, dann stellst du vielleicht deinen Wecker auf 5 Uhr. Wenn du jemanden liebst, bist du bereit, einen Preis zu bezahlen. Dann ist es für dich keine Frage mehr, ob du was in Reach gibst oder nicht. Wenn du jemanden liebst, dann wirst du das sehen. Dann wird man das von außen sehen. Und wir müssen aufhören, uns damit zu verstecken. Ja, meine Liebe zu Gott, das ist eher so was Innerliches. Es ist dann keine Frucht. Innerlich ist Same. Da ist eine Saat reingesät, meinetwegen. Aber Frucht ist was Äußerliches. Du wirst im Frühling sehen. Danach wirst du sehen, dass hier Früchte wachsen an diesem Ast. Frucht ist sichtbar. Frucht ist schmeckbar. Es ist nichts Innerliches. Liebe ist nichts Innerliches. Ich liebe so innerlich meine Frau. Ich liebe so innerlich Jesus. Das ist nicht Liebe. Liebe wird man sehen. Und lass uns lernen, ihm das zu zeigen. Denn wisst ihr, Jesus wünscht sich keine Braut, die für ihn arbeitet. Er wünscht sich eine Braut, die ihn küsst. Eine Braut, die Zeit mit ihm verbringt, die ihn liebt. Ich lieb's, mal die Psalmen zu lesen, wie David seine Liebe ausgedrückt hat. Und wenn dir das schwerfällt, deine Liebe zu Gott auszudrücken, dann möchte ich dir diesen Tipp geben, nimm mal einen Psalm und bete den mal. Zum Beispiel, einer meiner Lieblingsworte in der Bibel ist Lechzen. Sag mal, Lechzen. Das ist so ein Zungenbrecher. Ja? Gibt's auch in den neuen Übersetzungen nicht mehr. Aber David schreibt es an einer Stelle, er sagt, meine Seele lechzt nach dir, oh Gott. Die Frage ist doch, lechzen wir noch nach Gott? Oder ist es eine Routine, eine Gewohnheit geworden? Wir kommen hier morgens halt in den Gottesdienst, weil man halt kommt. Ich komme in den Gottesdienst, weil ich habe hier meinen Dienst. Ich gehe in meine Small Group, weil das gehört halt dazu. Hey, das ist Religion, das ist nicht Beziehung. Beziehung heißt, ich werde heute meinem Gott begegnen, mit meinen Geschwistern zusammen. Und deswegen gehe ich in den Gottesdienst und ich bin voller Erwartung. Ich lechze, mein das Wasser im Mund läuft mir zusammen, weil ich gleich meinem Gott begegnen werde. Und das heißt lechzen. Gott sagt hier, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das heißt, wir können ganz viel für ihn tun und ihn trotzdem nicht lieben. 1. Korinther 13, wenn ich die Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingelnde Schelle. Das heißt, wenn du alle Sprachen, dein Lobpreis, wenn du hier singst, wenn du das tust, einfach weil man es halt tut, aber dein Herz ist nicht voller Liebe für dem du gerade anbetest, dann ist es was? Es ist ein dröhnender Gong oder eine klingelnde Schelle. Das heißt, du kannst worshipen und du tust überhaupt nicht worshipen. Versteht ihr, was ich meine? Du kannst in dem Moment singen, aber es trifft nicht Gottes Herz, weil da keine Liebe ist. Wenn ich alles, was ich besitze, den Arm gebe, oder sogar mein Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Hey, wir können so viel für Gott tun. Du kannst sogar deinen ganzen Besitz hingeben, den Armen geben. Und das machen übrigens viele Leute, die keine Christen sind, meistens besser als wir. Die geben so viel, die sind so großzügig. Was ich jetzt in den USA erlebt habe, wie großzügig Leute sind, die Jesus überhaupt nicht kennen, sage ich, gute Nacht, Kirche. Also da müssen wir wirklich aufwachen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist möglich, ohne Liebe zu geben und großzügig zu sein. Sei es dein Opfer, das wird nur dann sein Herz bewegen, wenn du es aus Liebe tust. Das heißt, dein Motiv ist entscheidend. Liebst du ihn? Gibst du, weil du ihn liebst oder weil du musst? Ohne Liebe ist alles, was du tust, nichts wert. Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Oder in der Luther-Übersetzung heißt es, bedenkt, von welcher Höhe ihr herabgestürzt seid, kehrt um und handelt wieder so wie zu Beginn.
Also sie sind aus einer Höhe runtergestürzt. Aus welcher Höhe? Aus dem Verliebtsein mit Gott sind sie gefallen. Es ist für sie zu einer Routine geworden. Sie waren, weißt du, wenn du dieses Buch in deine Hand nimmst und einfach nur liest, damit du deinen Bibelleseplan abhaken kannst, sagst den Vers des Tages, ich habe ihn gelesen, da ist da keine Liebe. Und da müssen wir so aufpassen, dass wir lernen, dieses Wort zu nehmen. Und wisst ihr, ich mache das gerne, ich sage, Heiliger Geist, Gott, das ist sein Wort für mich heute. Offenbar du mir jetzt, was du mir sagen willst. Dann lese ich einen Vers. Und ich spüre, wie Gott in mein Herz kommt, wie Lasten abfallen, wie auf einmal wieder Glaube kommt in eine Situation. Wie ich spüre, ich bin nicht alleine. Ich weiß, Gott ist doch da. Versteht ihr, das ist Liebe. Da ist ein Vater, der dich liebt und der möchte mit dir Beziehung. Und dafür kam Jesus, dass das möglich ist. Aber wie gehen wir mit diesem Geschenk um? Wie viel steht es im Regal? Die Christen, die die Bibel nicht haben dürfen, kennen die Bibel auswendig. Die sind teilweise gefangen in Gefängnissen wegen ihres Glaubens. Und wenn dann einer kommt und er hat ein paar Schnipsel von irgendeinem Evangelium, von irgendeinem Buch aus der Bibel dabei, dann schreiben die das nächtelang ab und lernen es auswendig, weil sie keine Chance haben, das Wort Gottes einen Zugriff drauf zu haben. Aber wir im Westen, wir haben Bibeln, ich weiß nicht, wie viele Bibeln du zu Hause hast, sämtliche Übersetzungen. Und dann sagen wir so, Herr, bitte bring mir erstmal bei, wie lese ich überhaupt Bibel? Und dann schieben wir das weg, weil wir sagen, ja, ich weiß ja nicht, wie das geht. Natürlich weißt du, wie du einen Liebesbrief schreibst, wenn du jemanden liebst, oder? Natürlich weißt du, wie man einen Brief liest. Und das heißt, das Wort Gottes, lies einfach weiter, bis du es verstehst, bis Gott in deinem Herzen was anträgt. Das ist Bibellesen. Nicht irgendeinen Bibelleseplan ab, und das kann helfen. Das kann helfen, dass wir wieder reingehen, dass wir wieder sagen, ja, ich will wieder Zeit mit Gott verbringen. Aber das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass du Beziehungen mit diesem Gott hast. Und wisst ihr, das passiert so schnell, dass wir aus diesem Verliebtsein mit Gott rausfallen. Dass die Liebe und Intimität mit Gott, dass wir diese nicht mehr wertschätzen. Dass es für uns zu einer Gewohnheit wird. Wir sind so gut darin zu arbeiten, so gut darin, viel für ihn zu tun. Das ist bei uns in Deutschland sowieso. Wir sind richtige Macher. Wir können so viel für Gott machen. Aber wir sind so schlecht darin, Liebhaber zu sein, so schlecht darin, mit ihm einfach zu sein, so schlecht darin zu beten. Und ich glaube, dass wir deswegen so wenig noch erleben. Gott hat zu mir neulich gesagt, hey, ihr ernährt euch von den Brotkrumen, die vom Tisch fallen. Ich habe so viel mehr für euch. Brotkrumen sind, da passiert mal ein Wunder, hier passiert mal eine Entscheidung für Jesus. Ja, wir erleben so Dinge, aber das sind die Brotkrumen. Gott hat mehr. Die Leute, die unter Verfolgung sind, die diese Beziehung zu Gott alles kostet, die erleben viel mehr Dinge. Lest mal Bücher von Open Doors. Ich habe jetzt die letzten Monate ganz viel davon gelesen. Das tut so gut, das shiftet unser Denken, das shiftet unser Mindset, weil wir sagen, hey, das, was wir erleben hier, es ist schon cool, was wir hier erleben, aber es ist noch lange nicht alles. Und ich glaube, auch dadurch, dass wir uns versammeln dürfen, ist es für uns viel schwieriger, weil wir dürfen uns hier treffen. Wisst ihr, die Christen dort, die dürfen sich nicht treffen. Für die ist es das Größte, wenn sie sich mit 2, 3 Geschwistern treffen dürfen. Und es passiert so schnell, ich habe vorhin gesagt, Jesus musste innehalten im Alltag. Innehalten in seinem Tag. Es passiert so schnell, dass der Alltag unsere Frucht, diese Frucht der Liebe erstickt. Und wir lesen das in Matthäus, andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben die Botschaft gehört, das, was ich gerade sage zu euch, das habt ihr gehört. Doch dann gewinnen die Sorgen ihres Alltags und die Verlockungen des Reichtums die Oberhand und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Es kann uns passieren, dass unser Alltag uns so einnimmt, unsere To-Dos uns so einnehmen, unser Gier nach mehr, noch ein Urlaub, noch ein bisschen mehr Reichtum. Diese Verlockungen des Reichtums, das kann uns so einnehmen, dass es erstickt, was Gott eigentlich für dich hat. Dass es wegnimmt, dass es deine Zeit mit ihm erstickt, dass es deine Beziehung zu ihm erstickt, dass es deine Leidenschaft für ihn erstickt. Und Gott ruft uns zurück
zu dieser ersten Liebe? Wie weit hast du dich davon entfernt, sagt er. Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Hey, was habe ich erzählt? Wie ist es, wenn man am Anfang verliebt ist? Kehr um, Gott ruft dich zurück und sagt, hey, alles cool, was du für mich machst. Mega stark, was wir schon miteinander unterwegs gerockt haben. Aber kehr um, komm zurück, mach wieder, dass das Wichtigste das Wichtigste ist. Kehre um, wenn du es nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Und das Krasse ist, dass Gott es leider tut. Und in Ephesus war es so, nach diesem Schreiben, sie sind nicht umgekehrt. Sie haben weitergemacht wie bisher. 10 Jahre später ist diese Kirche kaputt gewesen. Gott hat ihnen 10 Jahre gegeben, um umzukehren. Und ich hoffe, dass wir keine 10 Jahre brauchen, sondern dass wir diese Botschaft ernst nehmen und sagen, lass uns eine Kirche sein, die dafür bekannt ist, Jesus zu lieben und nicht viel Dinge für ihn zu tun. Lass uns eine Kirche sein, lass uns Menschen sein, die ihn lieben, die nach ihm lechzen und nicht die dafür bekannt sind, dass sie so exzellent sind. Ist auch gut. Er liebt es, wenn wir Dinge schön machen. Er liebt es, wenn wir Dinge gut machen. Aber wir dürfen das andere nicht vergessen. Das andere muss das Erste bleiben. Und ich glaube, dass viele von uns ganz schnell in dieses reinrutschen und wir wollen das ja nicht, oder? Keiner will, dass seine Ehe den Bach runtergeht. Keiner entscheidet sich dafür, zu sagen, so, jetzt liebe ich meinen Mann nicht mehr. Aber ich habe gesagt, die Sorgen des Alltags, die ersticken es. Es kann passieren, dass du einfach in der Routine drin bist und dieses Erste, diese Liebe zu ihm nicht mehr das Erste ist. Und es fängt damit an, dass wir sagen, Gott, ich kehre um. Ich kehre um. Ich kehre um zu dieser Liebe. Dass du das Wichtigste für mich bist. Wusstet ihr, dass Liebhaber mehr getan bekommen als Arbeiter? Ein Liebhaber, also als mein Mann so richtig in mich verliebt war, da hat er viel mehr für mich getan. Heute muss ich ihn manchmal dran erinnern. Und es war so cool, wir waren, neulich habe ich ihm das auch gesagt, sag ich, manchmal fehlt mir das, dass du mir einfach mal sagst, was du an mir liebst. So nach dem Motto, hey, wir haben uns doch vor, nächstes Jahr haben wir Silberhochzeit, wir haben vor 23,5 Jahren geheiratet und da habe ich dir doch gesagt, dass ich dich liebe. Passt doch. Gibt es da so Männer, die so denken manchmal? Frauen bestimmt nicht, oder? Weiß ich nicht. Also ich will jetzt hier keine Klischees öffnen. Aber wir sehnen uns doch danach zu hören, was liebt diese Person an mir? Warum hat sie sich für mich entschieden? Und er hat es gemacht, letzten Leiterabend, hat er ein Ehegelöbnis aufgeschrieben und hat vor 70, 80 Leitern mir das vorgetragen, hat gesagt, wir haben das an unserer Hochzeit nie gemacht und deswegen hole ich das heute nach. Und es war so stark und es hat nicht nur was in mir verändert, es hat auch was in den Leitern freigesetzt. Sie haben gesagt, so sieht eine Ehe aus. So sieht Liebe aus. Ich habe vorhin gesagt, Frucht schmeckt man. Hey, wie sieht deine Liebe zu Jesus aus? Vielleicht setzt du dich zu Hause mal hin und versuchst mal einen Psalm zu schreiben. Versuchst mal ein Gedicht, versuchst mal das in Worte zu fassen, was Jesus dir bedeutet. Dass deine Gebetszeit so ein Ort ist, wo du intim wirst, wo du ehrlich wirst. Wo du ihm sagst, was er dir bedeutet. Wenn unsere Anbetung zur Arbeit wird, ist es Disziplin und keine Beziehung. Wenn unsere Anbetung zur Arbeit wird, wenn dein Bibellesen für dich zur Arbeit wird, dann ist es Disziplin geworden und keine Beziehung. Und Gott ruft dich heute in eine Beziehung zu ihm. Denn Beziehung ist die höchste Art von Nachfolge und Disziplin ist die niedrigste Art von Nachfolge. Und vielleicht bist du bisher eher in diesem Bereich Disziplin unterwegs, aber Gott ruft dich in eine höhere Form von Nachfolge. Das ist nicht nur Disziplin, dass du Dinge aus dir tust und das ist ein gutes Herz. Sehen wir in Ephesus. Gott sagt, hey, das hast du super gemacht, aber ich habe noch mehr für dich. Und Gott sagt heute, ich habe noch mehr für dich. Wisst ihr, wenn wir verliebt sind, haben wir Hunger nach dem Partner. Und wenn du krank wirst, das Erste, was passiert, ist, du hast keinen Hunger mehr. Das heißt, da, wo du keinen Hunger mehr nach Gott hast, ist was krank geworden in deiner Beziehung zu ihm. Wo du keinen Hunger mehr hast, danach in Gottesdienst zu gehen,
dich mit deiner Small Group zu treffen, wo dieser Hunger nicht mehr da ist, ist was in deinem geistlichen Leben krank. Und Gott ruft dich zurück in diesen Hunger rein. Also das Erste ist, kehr um. Heute, wenn du magst. Sag Gott, ich wende mich ab von dem, dass ich vielleicht Dinge zur Routine habe werden lassen. Ich will zurück zu dieser ersten Liebe. Ich finde es so stark, wie es da heißt. Hey, weißt du noch, wie es am Anfang war? Weißt du noch, was es dich alles nicht gekostet hat? Wie es für dich selbstverständlich war, überall am Start zu sein. Wie es für dich selbstverständlich war. Was du für einen Hunger hattest, wenn du Wort Gottes bekommen hast. Und vielleicht sind Leute da und du hast es noch nie gehabt. Vielleicht hast du noch nie so einen Hunger erlebt. Ich glaube, es ist die Zeit, Gott ruft Leute in diesen Hunger hinein. Dass wir auch im Westen lernen, was Hunger ist. Wisst ihr, die verfolgte Kirche, die armen Leute wissen, was Hunger ist. Wir im Westen wissen es nicht. Das heißt, wir kennen keinen Hunger. Deswegen fasten wir. Weil wir sagen, wir wollen mal ganz gezielt Dinge ausmerzen, dass wir wieder Hunger nach Gott bekommen. Das heißt, wenn du merkst, ich habe keinen Hunger mehr nach Gott, da ist was krank geworden, dann möchte ich dich einladen, faste Medien, faste meinetwegen Essen, faste deinen Zeitkiller. Vielleicht bummelst du mal Überstunden ab, wenn du so ein Arbeitstier bist. Faste mal arbeiten. Und nimm dir wieder Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Kehr um. Komm zum Gebetsabend. Jeden Abend ist hier Gebetsabend. Ich bin erschüttert manchmal, wie wenig Leute zum Gebet kommen. Inklusive mir, weil mein Alltag so voll ist. Und lass uns wieder die Dinge, die als wichtigste sind, nach oben stellen. Amen. Freuen, wenn wir das mit dir feiern können. Darum tragt es gerne unten im Kontaktformular in der Videobeschreibung ein und so werden wir uns bei dir melden und dir auch noch ein Geschenk zukommen lassen. Stöber doch gerne noch weiter durch unsere Mediathek. Wir haben so viele tolle und inspirierende Videos und uns freut es, dich dann demnächst wieder dabei zu haben. Ciao und bis zum nächsten Mal.